Hallihallo, und so sieht das dann aus, wenn man 7 Missionen hintereinander weggemacht hat. So 2 Tötungsmissionen, eine Bergungsmission, bisschen ausliefern, Waffenplan holen, nochmal bergen und hier Lazarus beschaffen. Da habe ich natürlich hier noch ein bisschen gefarmt. Ja. Und jetzt Wartungsloks brauche ich nicht, dann nehme ich hier Ruf. Ja, das war noch wieder die Aliot Independence. Und da bin ich jetzt zack freundlich. Bei der Allianz wandert jetzt auch langsam hoch. Ja, auch hier die Aliot Independence. Nehmen wir den Ruf mit. Damit wir bei der Allianz auch weiter hochwandern. Na, hier kann man keinen Ruf. Hier ist der Ruf überall gleich. Das ist der Stern. Na, dann nehmen wir das Geld. So, der Waffenplan. Die Waffentestdaten nehme ich mit. Die brauche ich nämlich dringendst. Ja, und hier wandert der Balken auch langsam immer höher. Bringen Sie ein Paket. Nehmen wir den Ruf. Jetzt sind wir bei der Allianz freundlich. Produktionszeitplan brauche ich nicht. Dann haben wir wieder den Ruf, da sind wir bei Alcor. Na gut, aber es geht um den Ruf bei der Allianz. Sind wieder diese Aliot Independence chemische Patente. Da muss ich noch mal nachgucken, ob ich die brauchen kann. Chemische Patente, Technik, da gucke ich noch mal in Inara nach. Chemische Patente braucht man für den Executioner, für die Fire Accuracy. Könnte ich mal mitnehmen. So, bei der Allianz bin ich freundlich. Das heißt, dass der Ingenieur schon mit mir spricht. Ich komme nur in Aliot noch nicht rein, weil da muss ich verbündet sein. Bei den Aliots da. Den Aliot Independence. So, das heißt, noch weitere Missionen machen, bis zum Verbündeten-Status. Da sind wir schon sehr grün hier. Wenn wir hier nochmal in die Ingenieure schauen. Der Bill Turner. Da, sie haben Zugang zu Bill Turner erhalten, weil sie ein Freund der Allianz sind. Ja, und jetzt will der Bromelit haben. Ah. Ja, das auch noch. Bromelit will der haben. Ja, da steht jetzt Heimatsystem Aliot. Und in Minara steht, dass man da verbündet sein muss, um Zugang zu diesem Aliot-System zu erhalten.
muss nur noch mal ins Schiff wegen den Systemfreischaltungen da mal reingucken. Den Systemzugängen. Das sieht man nur im Schiff. Da gibt es, glaube ich, habe ich in dem Inside noch nichts gefunden. Ja, da habe ich ein paar Messages. Schauen wir da mal rein. Anchor Independence, Rufveränderung. Akzeptiert. Ja. Und die akzeptiert. Das sind die Alcor. Das ist wieder jemand anders. Und die Einladung von Bill Turner. Ihre jüngsten Erfolge für die Allied Independence Fraktion haben ihren Ruf bei uns weiter verbessert auf befreundet. So, das ist der Bill Turner. Ja. Da hat er mich schon mal eingeladen. Der Bill Turner. Und hier sehen wir dann unsere Erlaubnisse. Ja. Erlaubnis für Sol, Erlaubnis fürs Horse-System, Beta Hydri, Van Manens, Summerland-System, Zeke-System, Erlaubnis für das Arena. PLX 695, Peregrina, Expor, Ross 128, Sirius, Vega, Founders World System natürlich, weil ich habe ja auch schon zwei Elite-Ränge für Handel und für Erkundung. Das Isinor System, ja, aber das Aliot fehlt jetzt noch, das System, das fehlt noch. Das Founders World System ist Shinrandra Desra. Das Founders World. Bei Shinrandra Desra ist ja das Besondere, dass es dort alles zu kaufen gibt. Alle Schiffsmodule, alle Schiffe und so weiter. Die anderen Systeme haben auch immer irgendwas Besonderes, in die man dann rein darf, aber es gibt da irgendwie nicht genug Information, was der Vorteil ist. Zum Beispiel für Peregrina und so. Kriegt man leider keine Infos drüber. Beim Aliot-System weiß man es ja wenigstens. Man kommt dann an den Ingenieur dran. Waffentestdaten. Soweit ich das jetzt noch mitbekommen habe, fehlen mir Waffentestdaten. Genau, 3 Stück fehlen mir, da gäbe es 4. Gewaltfreie Raubüberfall. Gibt's denn noch so? Ich werde mir jetzt noch weitere Missionen raussuchen und machen, bis ich mit diesen Aliot Independence verbündet bin und dann hoffentlich für das Aliot System freigeschaltet werde. Tja, dann mache ich mal einen Schnitt hier. Das Bild ist jetzt heller, weil ich hier auch gleichzeitig mit der Grafikeinstellung ein bisschen rumspiele im Moment. Da gucke ich gerade, was ich da noch alles machen kann. Ich denke, da werde ich auch mal noch ein Video drüber machen demnächst. Über diese Grafikkonfiguration. So, und jetzt habe ich hier eine Einladung gekriegt. Da bin ich jetzt hier komplett mit den Aliot Independence komplett verbündet. Bis zum Anschlag.
Und jetzt habe ich hier eine Mission bekommen, Gelegenheit zum Erwerb einer Einreiseerlaubnis bei ihr hier. Ja, ich habe jetzt nur sie ausgewählt, die Marin Mason von den Aliot Independents, und dann kriege ich hier Gelegenheit zum Erwerb einer Einreiseerlaubnis. Ihre Arbeit hat uns so beeindruckt, dass wir ihnen eine Einreiseerlaubnis gewähren. Weitere Informationen finden Sie bald in Ihrem Nachrichteneingang. So, Erlaubnis für das Aliot-System. Incoming Message. So, das habe ich jetzt angenommen. Das war jetzt auf der Schiffs. Auf dem schwarzen Brett vom Schiff stand das jetzt. Hier, bin jetzt im Schiff. Also nicht außen. So, dann haben wir eine Message. Erlaubnis für das Aliot-System ausgestellt. Können wir jetzt hin. Keine Verweigerung mehr. Systemkarte anzeigen. Und da ist jetzt hier diese Ingenieur. Da gibt es hier 1, 2, 3, 4 große Stationen. Donaldson. Gotham Park. Dann besuchen wir mal gleich den Ingenieur, die Turner Metallics. Da haben wir es, da unten, ganz unten rechts, neu eingetragen, Erlaubnis für das Aliot-System. Diese Systemerlaubnisse Orbital Flight engaged. Die sind natürlich auch Teil der Spielmechanik. Es geht eben darum, dass man da eben ein bisschen arbeiten muss, um da bestimmte Vorteile dann damit zu erreichen. Diese Systeme, die da gesperrt sind zunächst mal, die haben halt immer irgendwelche Vorteile. Alle habe ich da auch noch nicht rausgefunden. Bei dem Aliot, auch beim Sirius-System ist es ja so, dass man da eben einen Ingenieur drin sitzen hat und deswegen braucht man dann eben die Erlaubnis für das System. Und
Bei anderen Systemen ist es dann so, dass zum Beispiel da verbilligte Schiffe gekauft werden können oder auch bestimmte andere Waren besonders gut eingekauft werden können im Handel. Das ist allerdings ein bisschen schwierig, das alles so rauszufinden. Das ist nämlich nirgends wirklich hinterlegt. Nikon, Romeo, Oscar, Bravo. Automated flight control protocol initiated. Please submit a request prior to landing. Docking permission authorized. You may proceed to landing pad 07. Ja, und jetzt werden wir dann mal den Bill Turner Ingenieur besuchen auf seine Welt. Landing gear deployed. Docking procedure completed. Ship secured. Greetings, Commander. Ihr braucht Bromelit, braucht er. 50 Einheiten Bromelit will er jetzt noch haben. Ja, das kann man nirgends kaufen. Das muss ich schürfen, das Bromelit. Da muss ich dann in einen, am besten Eisring, also in so einen Asteroidenring von einem Ringplanet und muss mal gucken, dass ich das da schürfen kann, die 50 Einheiten. Und sehen wir um in der Ingenieurwerkstatt. Da steht er. Schön, Sie zu sehen. Schön, Sie endlich mal zu treffen. Ich bin Bill Turner und biete Verbesserungen für eine große Reihe an Scannern und Schiffsfunktionen. Ich verstehe mich auch gut auf Plasmabeschleuniger, wenn Sie da Bedarf haben. Ohne Bromelit arbeitet der nicht. Na, da bietet er keine Arbeiten an. Der will erst sein Bromelit haben. Ich hoffe, die Baupläne helfen Ihnen. Dann müssen wir noch ein bisschen Bromelit besorgen, bevor wir hier was tun können. Auf jeden Fall kommen wir schon mal in das Aliot-System. Ja, auch diese Aufgabe erledigt. Bis auf das Bromelit, das kriegen wir dann auch noch. Ja, danke fürs Zuschauen. Alles Gute und bis demnächst. Tschüss dann.